Herzlich willkommen zur Spätschicht. Pressekonferenz nach dem Spiel VfL Bochum 1848 gegen den VfB Stuttgart. Endstand vor 26.000 im Bonhoeffer Ruhrstadion 1:0. Begrüße die spärliche gewordene Runde der Medienvertreterinnen und Medienvertreter und auch noch die VIP-Bereiche auf dem Podium. Beide Cheftrainer, Thomas Litsch vom VfL und Sebastian Hoeneß vom VfB. Der Gast hat das erste Wort. Herr Hoeneß, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, danke. Hallo in die Runde. Erstmal natürlich Glückwünsche an und Thomas und sein Team zu dem heutigen Sieg. Eine bittere Niederlage aus unserer Sicht. Bitter deswegen, weil wir, ich denke, über 90 Minuten relativ viele Dinge richtig gemacht haben. Ich glaube, erste Halbzeit hat Bochum keine nennenswerte Chance gehabt. Hatten selber 3-4 aussichtsreiche Situationen. War ein Spiel mit einigen Unterbrechungen. Trotzdem hätte es auch die eine oder andere Situation geben können, in der wir mehr draus machen, in der wir möglicherweise in Führung gehen. So geht es dann 0-0 in die Halbzeitpause. Halbzeit wurde, glaube ich, schon genug jetzt drüber gesprochen. War natürlich außergewöhnlich, als dann wieder angepfiffen wurde, war das Spiel, glaube ich, offen und die Bochumer machen dann aufgrund einer Fehlentscheidung von unserer Mannschaft damit ihre ersten Chance das 1-0. Und das ist genau das, was dir hier in Bochum nicht passieren darf. Du darfst nicht in Rückstand geraten. Und trotzdem finde ich, dass unsere Reaktion richtig, richtig gut war. Wir hatten direkt eine sehr aussichtsreiche Kontersituation, wo wir eine falsche Entscheidung treffen, wo wir den Chris links übersehen. Wir hatten zwei sehr, sehr große Torchancen aus, ich glaube, 5-6 Metern, wenn überhaupt, vorm Tor, wo wir das Tor beide Male verfehlen. Haben dann ein, zwei Standardsituationen noch überstehen müssen und dann, glaube ich, schon auch enormen Druck erzeugen können. Hatten sehr viele Strafraumsituationen, hatten dann auch noch die Riesensituation mit Waldi. Hatten auch zwei Kontersituationen, die wir überstehen mussten. Ich glaube, es waren beide abseits, zumindest so, wie ich es gesehen habe. Und trotzdem hatten wir da dann natürlich auch das Quäntchen Glück, dass wir das Spiel nicht früher abgeben. Das ist eine schwierige Phase gerade, aus der wir geschlossen rausgehen. Das Ergebnis tut uns heute sehr, sehr weh, weil ich denke, das hätte nicht sein müssen, zumindest wenn ich mir die Chancen anschaue. Dankeschön. Vielen Dank. Thomas, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, zunächst danke für die Glückwünsche, Sebastian. Es war bis zum Anpfiff zur zweiten Halbzeit für mich ein komisches Fußballspiel. Wir haben uns ein bisschen einen anderen Plan zurechtgelegt, um Stuttgart nicht richtig ins Spiel kommen zu lassen. Das hat so nach 10 Minuten ganz gut funktioniert. Zuvor waren wir noch nicht richtig drin. Der ein oder andere Spieler, der jetzt auch lange nicht gespielt hat, noch nicht so ganz selbstbewusst drin gewesen. Dann haben wir zwar nichts selber kreiert, aber haben eigentlich auch wenig bis auf den langen Ball und dann zugelassen, sodass das ein komisches Fußballspiel war, das sicherlich auch komisch war oder sicherlich nicht attraktiv für die Zuschauer. Ist mir aber völlig egal, ob es attraktiv war. Zweite Halbzeit wollten wir es nach diesem langen Break, wollten wir es etwas intensiver angehen, haben uns auch überlegt, wann wir nachschießen können. Und dann macht man mit der ersten Chance und einer der ganz wenigen Chancen des Spiels das Tor. Auch wenn wir dann vielleicht die eine Chance hatten, noch auf 2 zu gehen, aber darum ging es gar nicht, sondern es ging darum, mit Leidenschaft unser Tor zu verteidigen. Und das haben wir bravourös gemacht. Wir hatten Glück, wir hatten in zumindest 2-3 Situationen großes Glück, aber dieses Glück musst du dir erzwingen und wie die Mannschaft sich reingehauen hat, wie sie sich dazwischen geworfen hat, das gehört dazu, wenn du hier im Stadion Punkte holen willst, dass es nicht die feine Klinge war, das ist uns allen bewusst. Wir haben gegen eine sehr starke Mannschaft Gegenwehr gezeigt und mich hat es ein bisschen erinnert an letztes Jahr Leipzig, wo wir dann auch mit Glück und Mut, sage ich mal, das Ding über die Zeit gebracht haben. Und das haben wir heute geschafft und deshalb freuen wir uns sehr über einen glücklichen, aber wenn man so verteidigt, auch in gewisser Weise verdienten Sieg. Besten Dank. Fragen, die gibt's. Jawohl, Philipp Rentsch von den Ruhrnachrichten macht den Anfang. Herr Letsch, zwei Spieler fehlten heute, die wir sonst eigentlich in meiner Startformation erwarten, Kevin Stöger und Kevin Schlotterbeck. Wie kurzfristig waren die Ausfälle und wie fanden Sie, haben die anderen Spieler, die dafür reinkamen, das Ganze heute gelöst? Also bei Kevin Schlotterbeck war es so, dass er sich Mitte der Woche bei einer
meine Aktion im Training, eine Bewegung, wenn wir zwei die machen, dann wären wir wahrscheinlich für die nächsten 4 Jahre raus. Bei ihm ist es so, dass er zumindest mal für 10 Tage raus ist. Das heißt, auch Dortmund wird eng werden, eine leichte Muskelverletzung geholt. Wir wollten das nicht groß in der Öffentlichkeit breitreden, deshalb, das war jetzt weniger überraschend. Bei Kevin Stöger war es so, dass er heute Nacht sich unwohl gefühlt hat, Magen-Darm-Geschichte. Und wenn einer nicht bei 100% ist, dann macht es keinen Sinn. Und wenn du einfach Magen-Darm-Probleme hast und vielleicht nicht so viel zu dir nehmen kannst oder es nicht bei dir bleibt, dann kannst du nicht fit sein. Philipp Förster kam dann für ihn zum Einsatz, hat es gut gemacht, hatte lange nicht gespielt und es war ein schwieriges Spiel. Ein Spiel, wo wir ja sehr wenig Ballbesitz hatten, wo eigentlich die Stärken von Philipp liegen. Und Noah Losli hat ein bisschen gebraucht, aber dann ist er immer stärker geworden. Ich habe noch eine Aktion am Schluss im Kopf, wie er sich dazwischen wirft. Und wenn ein Innenverteidiger sein erstes Spiel in der Bundesliga von Anfang an macht und wir spielen zu null, dann höchsten Respekt. Genauso für Tim Oehrmann, der für mich die schwierigste Aufgabe in diesem Spiel halt hatte. Ich fand Chris Führig, ist nicht mein Job, andere Spieler vom Gegner zu beurteilen, aber ich finde ihn einfach einen fantastischen Spieler. Und Tim hat sich da reingeworfen und hat es bravourös gemacht. Und so gesehen, die Jungs, die reinkamen, haben es aus meiner Sicht sehr gut gemacht. Die Kollegen aus Stuttgart haben ein paar Fragen. Ja, Daniel Hock für die neue 107.7. Herr Hoeneß, was waren die Gründe dafür, dass Sie sich heute dazu entschieden haben, nur einmal auszuwechseln, speziell in der Schlussphase Daxo in die Sturmspitze zu stellen, als vielleicht zum Beispiel mal Milosevic in so einem Spiel auch reinzuwerfen? 2 Gründe. Erstens natürlich auch ein Stück weit eine Unterbrechung verhindern, einfach halt durchzuspielen. Ich hatte das Gefühl, dass wir gut drin waren. Zweite Grund, und ich glaube, das hat es dann auch bestätigt, dass Daxo natürlich nochmal eine ganz andere körperliche Komponente da vorne mitbringen kann, als es vielleicht Jova mit seinen 18 Jahren bringen kann. Er hat, glaube ich, 2 Situationen dann auch noch eingeleitet. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Wir machen dann weiter in der Reihe bei dem Kollegen außen. Achso, identische Frage. Markus Rensinghoff von der Watz Bochum macht dann weiter. Frage an beide Trainer, auch wenn Sie das von den Fernsehkameras offenbar jetzt schon mehrfach erzählt haben. Wie schwierig ist es dann auch, mit so einer Situation in der Halbzeit umzugehen, weil die hatten Sie als Trainer auch noch nie? Du weißt schon, ja, natürlich ist es nicht einfach für uns beide. Am Ende geht es um die Gesundheit der Spieler. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die Pause am Ende wirklich war, aber natürlich ist es so, wenn du eine erste Halbzeit spielst, dann bist du natürlich in einer gewissen Ermüdung mal kurz. Und wenn du dann drunter fährst, dann ist, glaube ich, das Risiko einfach erhöht. Und deswegen ist es eine schwierige Situation. Aber am Ende haben die Jungs sich dann nochmal erwärmt, beide. Das war dann auch abgesprochen, dass sie nochmal die Möglichkeit bekommen, sich dort wieder auf Betriebstemperatur zu bringen. Und dann hat man halt das Spiel 45 Minuten später gespielt. Trotzdem ist es sicher eine Konstellation, die sich nicht mehr so häufig wiederholen sollte. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Vielleicht eines noch, ich fand die Kommunikation zwischen Schiedsrichtergespann und uns Trainern einfach gut, muss ich sagen, muss ich den Schiedsrichter auch loben. Wir waren immer informiert und das ist auch wichtig, dass da alle Beteiligten dann ruhig bleiben, aber es ist ärgerlich. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wenn so ein Spiel abgebrochen wird wegen so einer unnötigen Geschichte. Und wir haben beide Mannschaften tolle Fans, was unsere heute wieder abgezogen haben hier. Da war Stimmung, da war Lärm, das war Ruhrstadion pur. Und das ist das, was wir wollen von Seiten der Fans. Und ich finde, mein Gott, hängt doch dieses Plakat ab. Ich glaube nicht, dass da irgendeinem ein Zacken aus der Krone fällt. Weitere Fragen? Sehe ich, ja, da kommt noch einer. Ralf Ritter von der Watz Bochum. Ja, auf Herr Letsch, schönen guten Abend zusammen. Auf Ivan Ordetz konnten Sie wieder zurückgreifen, ihn dann reinwerfen nach einer guten Stunde. Und ja, aus meiner Sicht hat er dann sich so reingehauen, als wäre er nicht 2-3 Monate raus gewesen. Ja, ich finde schon, dass man es noch gesehen hat, dass er noch nicht ganz der Alte ist. Aber es war auch, ehrlich gesagt, nicht zwingend geplant, dass er heute schon dabei ist. Durch die Verletzung von Kevin Schlotterbeck mussten wir reagieren. Und als der VfB dann in dieser Phase massiv Druck gemacht hat, war klar, wir müssen umstellen. Wir müssen einfach da hinten
fünf Leute drin haben. Und Ivan hat seinen Job dann gemacht und für ihn gilt das Gleiche, wie ich vorher über Noah gesagt habe. Er hat sich dann immer mehr in das Spiel reingebissen und ja, das freut mich, dass er nach der langen Verletzung wieder zurück ist, dass es auch funktioniert hat. Und wie gesagt, der erste Zweikampf war sicherlich anders, als es dann der dritte oder vierte war. Und das Schöne war, er hatte durch die Richtung, die das Spiel genommen hat in dieser Phase, sehr viele Zweikämpfe. Roland Zorn von der FAZ. Ja. Ich habe noch eine Frage an Sebastian Hoeneß. Was hat dem VfB denn in den ersten beiden Spielen dieses Jahres gefehlt? Er geht jetzt mit 0 Punkten raus. Beide Male nicht ganz schlecht gespielt, aber mit Sicherheit auch nicht ganz gut. Was fehlte? Ja, da möchte ich ein bisschen differenzieren zumindest. Also gegen Gladbach würde ich ja, Ihrer Einleitung oder Ihrer Frage dann zustimmen. Ich glaube, da waren wir nicht schlecht, aber da waren wir mehr schlecht als gut. Das sehe ich heute anders. Ich glaube, das ist heute ein Spiel, das nicht häufig diesen Verlauf nimmt, wie er ihn genommen hat. Aber um die Frage jetzt zu beantworten, am Ende fehlt uns gerade einfach Effizienz. Wir müssen effizienter sein vorm Tor. Die Vielzahl der Möglichkeiten, der Torraummöglichkeiten müssen wir besser ausspielen, beziehungsweise dann am Ende natürlich auch besser verwerten. Und ich glaube, es war heute ganz, ganz deutlich, ganz signifikant. Und natürlich geht es auch darum, wenn du dann vorne die Dinger nicht machst, dann musst du am besten zu Null spielen. Gelingt nicht. Wir sind heute mit der ersten Chance der Bochumer in Rückstand geraten. Und das ist nie gut für Spielverläufe. Das sind so die zwei Dinge. Am Ende geht es um Tore oder halt Gegentore. Und wir machen zu wenig aus unseren Chancen. Und der Gegner braucht gerade nicht allzu viel, um Tore zu machen. Aber diese Phasen, und da möchte ich mich wiederholen, ich habe es unten schon gesagt, die gibt es. Und jetzt ist es wichtig, dass wir einmal eine gute Balance finden aus cool bleiben, zusammenbleiben, geschlossen bleiben, aber auch ein Bewusstsein dafür zu haben, dass man diese Phasen nicht einfach so, ohne irgendwas zu machen, übersteht, sondern wir müssen jetzt gut trainieren, hart trainieren, ein Bewusstsein schaffen für diese Phase, für diese Situationen, die nachher spielentscheidend sind. Und wenn wir das gemeinsam machen, und da glaube ich ganz fest daran, dann können wir diese Phase auch kurz halten. Neuerlicher Blick in die Runde. Dann scheinen jetzt alle Fragen und Antworten geklärt zu sein. Besten Dank fürs Interesse, den Gästen nach Stuttgart, eine gute Heimreise. Und wir fahren nächste Woche nach Dortmund. Danke, schönen Abend. Schönen Abend.